Ja, servus, ihr Pfeifen- und Tabakgenießer und Bierliebhaber hier auf YouTube. Heute machen wir wieder Biertesting. Und zwar teste ich heute zwei Bier. Da hat mir der liebe Tobias aus Niederbayern zwei Biere zukommen lassen. Einmal das Wolferstädter Edelhell und einmal das Wolferstädter Export Hefeweißbier. Also Export Hefeweißbier habe ich ja noch nie gelesen. Die zwei Biere kommen auch aus Niederbayern, genauer gesagt aus Vilshofen. Dann hat mir der liebe Tobias einen netten Brief geschrieben, gell, beigelegt. Diesen Weg nochmal vielen, vielen Dank, Tobias. Und freut mich riesig, gell. Ich habe es euch ja schon mal gesagt gehabt, das ist herrlich. Da kommst du oft an Biere, die das sonst gar nicht finden, weil es die bei uns einfach nicht gibt. Vielleicht durch Zufall, wenn man mal da in Vilshofen ist, darf man das einmal trinken. Und auf diesem Weg möchte ich mich immer ganz herzlich bei euch bedanken und in dem Fall nochmal ganz herzlich an dich, Tobias, gell, für diese zwei Bierproben. Ja, rauchen tue ich aus meiner Tonpfeife wieder einen Golden Fleck vom Huber München, Rainer Virginia Fleck. Für mich einer der besten Virginias, was es eigentlich gibt, sage ich mal. Eigentlich genau mal sagen, was ich bisher geraucht habe. Ja, das weiß man da einmal auf Zeiten, das trinke ich nachher. Jetzt wollen wir jetzt erst einmal das Helle testen. Und zwar ist das Wolf Städtner Bräu Georg Huber KG in Vilshofen an der Donau. Das Bier ist auch prämiert, gell, Goldenen Preis 2019. Das Weißbier glaube ich 2020 oder 2021. 20, ja. Aber das zeige ich euch nachher. Ja, dann würde ich sagen, machen wir es einmal auf, das Bier. Wenn wir noch einen Öffner da hätten, gell. Ah. Muss man schnell einen Öffner holen. Was man nicht im Kopf hat, hat man in die Füße. So schaut's aus. Ah, jetzt schnüffeln wir mal drauf. Also, brotige Aromen. Getreidig. Schauen wir es einmal ein. So, schön goldgelb. Schaumkrone hält es jetzt nicht so lange. Jetzt probieren wir es einmal. Prost auf euch. Malzige, leichte Hopfennote. Süßlich. Es ist ein gutes Helles. Für mich ist es ein Tick zu süß. Also wisst ihr ja, glaube ich, dass ich nicht so auf so süße Biere stehe. Also es ist jetzt nicht, nicht so süß wie das Tegernseher oder der Edelstoff. Der ist nur ein Tick süßer, meines Empfindens nach. Schöner Abgang.
ich sage einmal, ein typisches bayerisches Helles. Was wollen sie auch alles immer anders machen, gell? Also die kochen alle bloß mit Wasser. Hat schon seine Würze. Jetzt nichts, was mich vom Hocker haut, gell? Also es ist ein süffiges Bier. Kannst du mir den Fassel hier noch oft besser vorstellen? So wie mein Evi-Tonic, was ich natürlich auch probieren. Evi ja eher Weißbier-Spezialist ist. Doch. Schon, oder? Doch. Ja gut, das ist halt das, was die Frauen immer schätzen. Dass es ein süßliches Bier ist. Da ich auch gerne Pils trinke, ist mir halt das Herbere ein bisschen lieber. Aber, sag ja, Frauen lieben solche Biere. Ja, es ist ein gutes Helles. Ich hab's schon gesagt, nichts, was mir jetzt vom Hocker hat. Lasst sich gut trinken. Ist süffig, kann ich empfehlen. Kriegt von mir 7 von 10 Punkte. Auf alle Fälle. Ich werde es jetzt noch gemütlich ausdringen, wie bei Evi. Und dann testen wir das Eisbier. Ja, jetzt mache ich einen kurzen Schnitt und dann sehen wir uns nachher wieder. So, ja. Jetzt sind wir beim Weißbier. Wolferstädter Exportweizen, gell? Falls mir da jemand einmal was sagen kann, warum die Exporthefeweizen schreiben, keine Ahnung, das weiß ich nicht. Vielleicht wisst es ihr. Ja, Exporthefe natürlich raus, gell? Kriegen wir es einmal ein. Die Wärme bei. Sprudelt ganz schön. Schön fruchtig. Muss ich mal trinken. Sonst kommt es aus dem Glas. Da habe ich sofort auch schon im Schaum so einen zitronenartigen Geschmack. Auch Banane. Ja, drücken wir es einmal hoch. Prost auf euch. Oh ja, das Weißbier schmeckt mir. Du merkst sofort die Banane, Zitronenartiges und noch was. Da ist noch was. Unwahrscheinlich süffig. Nelke. Nelke, das habe ich noch nie bei einem Weißbier gehabt. Läuft runter wie Öl, gell? Ah, super Weißbier.
Schöner weicher Abgang habe ich da. Leicht weizenmalzig. Also hervorragendes Weißbier, Evi. Weißbier-Spezialist testen. Bin ich nicht. Evi, Lieblingsweißbier ist übrigens von Kugelbauer, die alte Liebe. Also mir schmeckt es hervorragend, muss ich sagen. Ihr Weißbier. Ja, ist nicht schlecht, aber meine alte Liebe, da kommt es nicht hin. Ja, gut, ja. Das. Na, also, ist super, aber. Ja, das ist ein dunkles Weißbier. Du stehst eher auf dunkle Weißbier. Gell? Also für mich ein hervorragendes Weißbier. Lieber Tobias, nochmal vielen, vielen Dank für die zwei Biere, dass ich die kennenlernen durfte. Gell? Also Weißbier muss ich sagen, besonders. Kriegt von mir 8 von 10 Punkte, das Weißbier. Ja, sehr gut. Ja, das war es jetzt einmal zu den zwei Biere. Einmal das Wolferstädter Exporthefeweizen und einmal das Wolferstädter Edelhell. Gell? Das sind beide gute Biere. Weißbier überzeugt mich ein bisschen besser. Aber wie gesagt, die Geschmäcker sind verschieden, gell? Gott sei Dank ist das so. Und ja, das war es jetzt mit dem Biertesting. Ich bin jetzt das Weißbier noch mit, die Haus. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Servus aus Bayern. Oh, schmeckt mir.